Ach, ja. Da haben ja viele auch ein Problem mit. Ich habe einen Ehrgeiz ohne Ende. Das ist mir egal, wer mir da gegenübersteht. Ich mach also ich will eigentlich jeden fertig machen, egal ob schlecht oder gut, und ich will auch dementsprechend so fertig gemacht werden. Oh, oh, okay, alles klar, gut. Nein, das heißt, ich möchte eigentlich, dass, wenn einer richtig stark sein soll, besser auch als ich, dann möchte ich, dass er mich mit voll allem, was er hat, mich fertig macht. Ich mag es nicht zu verlieren, wenn mich einer mit nur halbherzig fertig macht. Denn dann will ich richtig auf voller Bank verlieren. Okay, okay. Ja, anstrengend. Nissel Schnissel, wie ist es bei dir? Hast du auch so eine Meinung dazu? Also, ich hätte schon ein potenzielles Problem damit, wenn ich von meiner Mutter und meinem Vater getötet werde, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, okay, das darf nicht passieren. Aber ich gönne es meiner Mutter natürlich auch, weil als Kind mit seinen Eltern zu spielen, wenn man ein bisschen besser als die Eltern ist, ist natürlich, geht man mit so einem grundschlechten Gewissen dann natürlich auch rein, weil man dann Angst hat, dass sie dann sauer sind, wenn man dann, ne? So, ja. Ach so. Weil ich weiß ja nun, sie haben so ein Problem damit, wenn man so buff tot, sie haben nichts gesehen und das ist so, ist dann immer ein bisschen doof. Das ist kein Problem. Ich erlaube dir das, in diesem Match genau so zu machen. Das machen wir jetzt einfach so. Hat jemand eine Präferenz, wo raushüpfen? Also ich schätze mal, mein Vater geht so hier so in die Richtungen, also so bis zu dem Radius hier. Alles klar. Die springen meistens weiter hinten ab. Was wir machen können, ist irgendwie vielleicht, boah. Ich würde tatsächlich so vielleicht so einen von denen hier hinten nehmen. Ja, das machen kann wir. Aber natürlich sein, dass sie das erwarten, weil meine Eltern kennen mein Sprungverhalten natürlich auch mittlerweile schon ein bisschen. Ja, ja, wir spielen ja sonst immer zusammen und ich bin immer diejenige, die markieren und sprengen muss. Die folgen mir immer nur einfach. Oh nein, das bedeutet, die sind in deinem Kopf sozusagen. Ja, also Papa mehr, weil der denkt über sowas mehr nach, aber ich habe jetzt natürlich auch einige Runden gespielt, wo ich das nicht so gemacht habe. Das heißt, ja. Er kann sich darauf nicht mehr verlassen. Alles gut. Wir machen einfach, wir holen uns Nahkampfwaffen und wenn einer da ist, dann pushen ohne Ende. Und wir schauen nach Fallschirmen. Nahkampf ist jetzt nicht so mein krasses Steckenpferd, aber... Okay. Nimmt auf jeden Fall alle Smokes mit. Okay. Aber wir sind alleine, oder? Ist niemand da? Ja, nee, sind alleine. Ja, schaut nicht so aus, als wäre hier irgendjemand. Ich bin tatsächlich irgendwie so gar kein Freund von Smokes, weil ich bin schon froh, wenn ich gerade mal eine Granate geschmissen kriege. Okay. Mountainbike brauchen wir nicht, ne? Wenn einer eine M16 A4 oder Oompa Loompa findet, kann er Bescheid sagen. Perfekt. Das ist auch gleich liegen für dich. Mit Schalldämpfer daneben. Obwohl, die nehme ich mit. Ja, nee, den benutze ich ja eh nie. Was, du nimmst keinen Schalldämpfer? Nee. Charlie ist ziemlich mächtig. Umso mehr ärgert es mich, dass ich da gestern verloren habe. Schalldämpfer. Maurice? Das bin immer noch ich. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Ja. Oh, das ist das Soundboard, oder? Mhm. Ich muss mir das auch kaufen. Ich muss mir das hier ist auch ein Schalldämpfer. Das ist einfach mein größer bester Freund. Ich könnte Konversationen ausschließlich mit dem Ding führen, also... Da freut sich der Lehrer bestimmt. Okay, warte mal. John Hunter, wer hat noch einen Charlie gesehen? Bei mir im Haus. Das ist aber rein für SR und DMR. Ich muss jetzt nochmal zu der Markierung gehen, weil ich... Das ist die falsche Markierung. Ich habe gerade den Schalter vermarkiert. Warum? Was? Nichts, alles gut. Mein Tag war anstrengend, okay? Me too. Meine Horror-Arbeitskollegin hat schon wieder, ja. Wer spielt mehr AR? Rest, spielst du mehr AR? Als, du meinst das SMG, oder was? Als SR. Ich spiele meistens AR oder und Bolt Action. Okay, dann nehme ich den Schalldämpfer und, ja, links. Ist der schon weg? Von der Sniper? Ich hab ihn jetzt genommen, DMR. Können wir tauschen? Ja, ja. Ich hab ihn hier hingelegt. Dann packe ich da den anderen Schalldämpfer hin. Brauche ich nur noch einen vertikalen Griff und einen taktischen Schaft. Dann bin ich eigentlich soweit gut dabei. Ich bin auch dabei. Ich brauche einen Extended Mag für die.
ein Extended Mag für die SMG. Same. Sonst habe ich hier ein Problem. Sind das die kleinen oder? Ja, genau. Das da laufe ich immer dran vorbei irgendwie. Eine Mini oder eine Mark 12 brauche ich noch. In dem Haus war ich schon, Mann. Wir haben die Zone auf unserer Seite, das ist schön. Also wie gesagt, ich brauche noch einiges für meine Vector. Ich habe jetzt mein Zeug weggeschmissen, da kannst du Quick Draw haben und den Flash Hider. Weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Schnell. Das ist leider was Besseres habe ich leider nicht. Oh, Zweier Scope für die SMG. Weiß ich nicht, ob die mit dem Zweier Scope spielen willst. Ich spiele die auch mit dem Zweier Scope. Ja, ich probiere mich mal ein bisschen hier neu zu erfinden. Mal andere Waffen anstatt mal das Klassische. Ja, ich mach das nicht. Ich glaube, ich werde auf Lebenszeit genau das die Kombination spielen. Das macht auch Sinn, weil Consistency is key. Deswegen spiele ich in League of Legends nur Lux. Ich kenne League of Legends. Ja, besser ist das. Das ist ein Loch, das will man nicht filmen. In das will man nicht fallen. Weil es so extrem süchtig machend ist, oder? Aber das ist halt... Jeder League of Legends Spieler führt so eine Hassliebe in seinem Leben. Das ist so wie mit der Frau, mit der du 50 Jahre verheiratet bist, aber nur noch aus Zweckgemeinschaft zusammen wohnst. Du liebst ihr Essen, hast sie aber eigentlich so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Jedenfalls hasst es eigentlich jeder Spieler, der es spielt, aber es ist halt einfach, du liebst es trotzdem. League of Legends. Nicht drüber nachdenken. Nee, ich denke nicht drüber nach. Hat jemand irgendeinen Spierer oder irgendein Scope? Ich habe bisher nur einen Red Dot. Für meine Sniper. Ja, ich brauche auch einen Vierfach. Ich habe nur einen Red Dot für meine Sniper. Das ist ein bisschen nicht so gut. Ja. Hey, wollen wir noch irgendwo anders hin zum Loot? Ja, ich würde vielleicht in den Nebenort oder so. Ja. Ich brauche auch unbedingt noch mehr Munition, weil irgendwie... Wollt ihr diesen Mock nehmen oder wollt ihr eher weiter nach oben noch weg? Den hinteren Bereich noch mit? Da würde ich jetzt zumindest hingehen. Ja, hinterer Bereich klingt gut. Die zwei, meinst du? Ja. Die Frage ist eigentlich, wo sind die anderen ausgesprungen? Haben wir nicht drauf geachtet, wann die anderen rausgehüpft sind? Ich habe keinen gesehen. Achso, du meinst, wann sie rausgehüpft sind, habe ich auch nicht drauf geachtet, leider. Bevor mir jetzt noch gleich eine Bärzler geschossen wird. Obwohl, da habe ich eh eine Pfanne. Ja. Eine extreme Nahkampfwaffe, muss ich sagen. Ja, du kannst... Besonders, wenn man in ein Auto sitzt. Scheiße. So, ihr seid ja schon weitergelaufen. Hoppla. Und taktische, wenn ich ein taktisches brauche, einen vertikalen oder leichten Griff, wäre ideal. Hier ist ja nur Krütze. Ich brauche einen Scope. Störsender-Paket? I'll take it. Oh mein Gott, ich hab die M4. Die M249 mit Extended Quick Draw. Nice. Nice. Das ist top. Da kannst du einfach mal ein bisschen. Gut, also dreifach hab ich mir schon mal gesnackt. Da ist noch ein Kompi für die AR. Ich weiß eigentlich nur noch den vertikalen. Ich brauch einen Scope, sonst hab ich gelitten. Zweifach? Zweifach ist besser als nichts. Ich hab das mal eingepackt. Oh, da ist noch eine M4. Die MG. Und eine Schalli für die Sniper. Kannst mal dreifach haben. Oh Mann. Ja, kurz. Ja, das dreifach da. Da vorne. Ah ja, okay. Sehr schön. Okay, der Junge ist ausgerüstet. Wir können in den Krieg ziehen. Also ich habe an meiner Sniper ein Zweifach. Ist das Dreifach? Hier ist schon ein Dreifach. Wo? Spielt einer die Fett-MG? Nee. Also nicht wirklich. Da drin im Raum ist das Dreier. Okay. Nee, das MG ist jetzt nicht so der Favorit von mir. Das Geile am MG ist halt, du kannst halt einfach ewig auf
Gras bleiben. Da ist noch ein Schnellzugriff. Vergrößerte Schnellzugriff. Ne, ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet bis jetzt, also ich brauche jetzt nichts weiteres. Ich komme mich jetzt eher noch auf das andere konzentrieren. Wir trennen uns zu sehr. Wieso rennt die denn hin? Gucken wir mal, ob ich ein besseres Gold finde. Ach Gott, ey, ganz ehrlich, mit dem Dreifach, da braucht, bringt mir die Bolt Action nix, dann nehme ich doch lieber. Ja, warte, dann lasst euch tauschen. Ich probiere es eigentlich mit fast jedem Scope irgendwas zu treffen. G36 auf 200 Meter kriege ich auch hin. Ne, passt schon, ich habe Dragunov jetzt, das ist, Okay, wie gesagt, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, euch zu tauschen. Bin ja ziemlich flexibel. Falls irgendjemand die M24 will, passt schon, ja, so lass es jetzt erstmal, passt schon. Das ist halt auch immer manchmal kritisch, wenn du während der Runde noch durchtauscht die Waffen, obwohl du eigentlich schon gut ausgerüstet bist. Ja, das stimmt, das mache ich quasi immer. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Na, wie ist eigentlich deine Präferenz hier so in dem Game? Gut, mittel oder bescheiden? Was meinst du Präferenz? Wie du ablieferst. Kommt klar, tagesabhängig ist immer auch eine Sache, aber... Ja, also ich, ist extrem bei mir ist extrem tagesabhängig. Also ich habe, ich glaube 150 oder was, Chicken Dinner schon. Wenn es läuft, läuft's, aber es gibt's auch oft, dass ich mir einfach denke, wie konnte ich das verkacken? Und das ist heute zum Beispiel heute auch schon ein paar Mal passiert. Ja, manchmal ist es die Aufregung, manchmal ist man will schnell machen. Ja. Obwohl man, wie gesagt, gestern hätte man einfach nur die Zeit gebraucht, 1-2 Sekunden, dann wäre das Ding geritzt. Aber wie gesagt, im Nachhinein weiß man es eh immer am besten. Ja, das. Ja, genau. Okay, Mädels, was ist der Plan jetzt? Rein in die Zone. Ja. Und ich würde sagen, wir sollten versuchen, nur zu schießen, wenn wir uns sicher sind, dass wir den Krieg gewinnen können. Also nicht irgendwie aus der Zone oder von außerhalb der Zone jemanden pushen, der in der Zone ist, weil dann stirbst du halt. Also lieber nicht schießen, als einfach drauf pushen. Und ein Auto nehmen. Naja, wenn wir mal eins. Was? Wir haben die Bombenzone bekommen. Da könnten Gegner vielleicht noch in der Nähe sein. Links von uns. Nee, Bombenzone nicht unbedingt. Das ist bei dem anderen Bombending, was wir da hatten vor ein paar Tagen, das ist, da ist das, aber hier nicht. Sicher? Ja. Ich habe keine einzige Granate, fällt mir gerade auf. Auto? Direkt vor uns? Hat uns nicht gesehen. Kommt direkt auf euch zu. Ist in der Straße. Es war gut, dass wir nicht geschossen die haben. Die sind dort vorne sind sie. Gesundheit. Danke. Wir sind jetzt um die Mauer drumherum gefahren. Wir sind bestimmt Richtung Brücke. Dann kommt mal rauf, am besten. Frage, schnell hier runtersprinten und den Rest schwimmen? Nee, komm zu mir und hoch. High Ground ist immer... Ja, ich meine aber, dass wir halt da runterlaufen, zu dem Hang. Ach so, das war's. Ja, okay. Mhm. Genau, dass wir da hinlaufen. Shit, nee, ich würde... Wir können auch die Brücke nehmen, das ist ja nicht das Problem im Schutz der Brücke. Wenn wir jetzt vor dem Zonenbeginn, okay, der Zonenbeginn ist bereits. Ist das fair, das Ding? Oder lass uns die Karre nehmen. Dann fahren wir über die Brücke. Ja,
Alles klar, Meister. Okay, warte mal. Wollen wir die auf dem Weg dahin? Landet die Crate in der, auf der Brücke nicht, ne? Müssen wir sowieso auf die andere Seite. Könnten wir die Crate sogar noch mitnehmen? Let's go. Los geht's. Fahren? Du fährst raus. Ich fahr auch. Ich dachte mir so, hä, warum fährt er nicht los? Hallo? Hallo? Okay, let's go, let's go. Wir fahren hier über die Brücke. Und, könnten eigentlich dann gucken, ich weiß nicht. Ob wir die Crate noch finden, meinst du? Nee. Hier ist noch ein etwas höherer Berg, da könnte man noch ein bisschen Highground kriegen, aber es ist halt die Frage, ob da wer ist. Und mit die Crate? Ja. Dann aber fix. Ich sehe hier gelootet. Oh, P90. Nee. Nimmt jemand die P90? Sind drei Sachen für euch noch drin? Spielt jemand P90 von euch? Nee. Nicht lange überlegen. Die Viererzone macht bösen Schaden. Ah, geht aber noch. Jetzt hätten die jemand nicht gerne. Nee, ich muss nur nachladen. Wo soll ich hin? Vorsicht, jetzt hier, jetzt wird's hässlich. Sollen wir hier irgendwie so ein bisschen versuchen, Bergziege zu machen? Wenn wir's hinkriegen, dann los. Ja, das ist gut, kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch? Oh no! Okay, ich fahr runter. Vergiss es, außen rum, wir müssen. Drüben im Haus ist einer! Streich das! Da drüben im Haus war einer. Okay, ich hab ein Heady gekriegt. In welchem Haus? Ich hab's rot markiert. Da unten. Da drüben war einer. Trage ist down. Trage ist down. Wir können es vielleicht holen. Markierung. Da bei rot. Oh fuck. Das ist down. Ich müsste mal hochholen hier. Warte, ich mach's. Sichere du bitte ab. Die Zone move, wir müssen. Ah, scheiße. Da schieß bitte auf das da. Ich von wo? Ich sehe es nicht, sorry. Das Problem ist, er hat sich erledigt. Wo ist der Typ? Im Haus, hier geradezu. Das ist die Mama bestimmt. Und hinter uns. Trage hat ordentlich Hit gefressen und dein Papa ist noch hinter eins Haus hinter uns. Und hier in dem Haus ist einer drinnen. Trage ist down. Vorsicht in dem Haus. Das war Papa. Ah, instant tot. Ah, nee, nur gedownt. Mutti kommt jetzt gleich aus dem Haus raus, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Mama. Mutti wird jetzt gleich hier rauskommen. Wir können auch das Haus sprengen, wenn ihr wollt. Sprengen das Haus. Ach, lass. Ja, okay, hau rein. Nein, oh mein Gott. Hast du eine Karte zurückgeworfen, hast du denn? Die ist gegen die ins Haus. Wir dürfen nicht vergessen, die anderen sind auch noch unterwegs. Ja, ne? Ja, eben deswegen. Lass uns mal rüber zu dem Haus pushen hier. Blauer Marker und dann sehen wir doch Mutti, wenn sie rauskommt. Er ist tot. Ich würde mich eher draußen halten. Ich habe da hinten läuft wer? Gelbe Markierung. Ja, okay. Die sind ultra gedamaged. Ist noch ein Team, glaube ich, ist wahrscheinlich. Mutti ist noch hinter uns, oder wie ist es? Schon, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die hin ist. Also ich weiß halt nicht, ob die einen Jammer hat. Ich sehe einen. Mein blauer Marker. Shit, wir müssen auf die Zug pushen.
Da ist ein Silencer drauf. Ja, vor mir ist noch ein Baumesser. Kann nichts machen. Da sind zwei an dem Baum, ihr könnt weiter, weiter von rechts. Ich hab keine Granaten. Was machen? Vorsicht, Granate, ich schmeiß gerade eine Granate nicht weiter nach vorne. Oh, ich hab ihn getan. Shit, die Granate erwischt mich. Nicht. Noch eine Granate. Links. Ich bin down. Hier ist What? Kixi hat mich Oh mein Gott. Ach, du warst down, easy, lol. Ja, der Sascha hat schon wieder reingeschissen, Alter. Oh, shit. Wieso kann ich nicht mehr zugucken? Wo ist die Mama? Wir haben gewonnen. Wir haben vorbei. Hä, was ist mit Mama? Wo ist die geblieben? Wir haben die gar nicht mitbekommen. Oder war die bei Sascha?